Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute möchte ich mit euch über verschiedene Bürstenköpfe von Philips Sonicare sprechen. Philips hat ja leider die Produktion des sensitiven Mini-Bürstenkopfs eingestellt, zumindest gibt es ihn aktuell nicht mehr zu kaufen. Und daraufhin kam von euch häufiger die Frage, welchen Bürstenkopf ich dann jetzt von Philips empfehlen kann. Und die Frage möchte ich in diesem Video beantworten und auf die verschiedenen Bürstenköpfe von Philips eingehen. Also bleibt dran! Falls du neu auf meinem Kanal bist, ich bin Dr. Ami und auf meinem Kanal geht es rund ums Thema Zahnpflege und Mundgesundheit. Falls auch du schöne und vor allem gesunde Zähne haben möchtest, und ich bin mir sicher, das möchtest du, dann abonniere meinen Kanal. Und jetzt soll es auch gleich mit dem Video losgehen. Der Sensitiv Mini Bürstenkopf war eigentlich immer der, den ich von Philips am besten fand. Er ist sanft, sehr, sehr sanft, der weicheste von Philips und er ist sehr klein. Diesen Mini-Bürstenkopf gibt es jetzt aber leider nicht mehr zu kaufen. Es gibt noch immer den normalgroßen Sensitiv-Bürstenkopf, aber für einige von euch ist er zu groß. Mich persönlich stört das jetzt nicht, ich würde weiterhin den großen verwenden. Aber viele brauchen eben einen kleinen. Mit einem kleinen kommt man natürlich schon noch leichter an schwierig zu erreichende Stellen und auch gerade weiter hinten. Und deswegen kam häufiger die Frage, welchen Bürstenkopf könnt ihr denn jetzt verwenden? Ich muss euch leider enttäuschen. Einen richtig guten Ersatz, 1:1 wie diesen Mini-Sensitiv-Bürstenkopf, gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber es gibt ein paar Alternativen, die ihr trotzdem gut verwenden könnt. Ich hatte jetzt ja schon vorweggenommen, wenn ihr mit einem länglichen, größeren Bürstenkopf keine Probleme habt, dann würde ich nach wie vor den Sensitiv-Bürstenkopf verwenden, weil er einfach der weicheste von Philips ist und auch immer noch der sanfteste. Und es wäre nach wie vor mein Favorit von all den Bürstenköpfen, die es von Philips gibt. Wenn ihr jetzt aber sagt, nee, ich brauche unbedingt einen kleineren, dann gibt es bei Amazon immer noch den Optimal White Mini zu kaufen. Der ist genauso groß wie der Sensitiv Mini, allerdings deutlich härter. Und deswegen würde ich ihn im Alltag nicht verwenden. Ich finde ihn dafür einfach zu hart. Er heißt ja auch Optimal White und er ist wirklich eher für die Intensivpflege oder Intensivreinigung gedacht. Ich habe den auch nur, weil es ihn damals zusammen mit der Schallzahnbürste Diamond Clean mit dazu gab. Steht auch noch Diamond Clean drauf, weil früher auch der Bürstenkopf Diamond Clean hieß. Und dann haben sie ihn umbenannt, jetzt heißt er Optimal White. Und meine Schallzahnbürste Diamond Clean habe ich vor ungefähr 9 Jahren gekauft. Sie funktioniert auch immer noch, aber ich benutze sie heutzutage nicht mehr. Es sei denn, ich teste mal wieder irgendwelche Bürstenköpfe für euch. Und ja, deswegen habe ich immer noch diesen Bürstenkopf, weil es ihn damals dazu gab. Und ich habe ihn damals nur ein paar Mal ausprobiert, fand ihn zu hart und habe mir den Sensitiv-Bürstenkopf gekauft und bin auch bei dem geblieben. Und fragt mich bitte nicht, warum ich diesen Bürstenkopf noch habe und nicht schon längst weggeschmissen habe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht habe ich damals schon gewusst, lange bevor ich mit YouTube begonnen habe, dass ich ihn irgendwann nochmal brauchen werde und im Video zeigen möchte. Aber im Alltag, wie gesagt, würde ich ihn nicht verwenden. Dann wurde noch gefragt, ob man nicht einfach den Kinderaufsatz verwenden kann. Der für die ab 4-Jährigen ist nämlich genauso schön klein wie der Mini-Bürstenkopf. Aber er passt leider nicht auf die Erwachsenenmodelle. Also dieser For Kids Aufsatz passt tatsächlich auch nur auf die Kinderschallzahnbürste von Philips. Also auch den kann man leider nicht zweckentfremden und als Erwachsener benutzen. Dann gibt es noch den Bürstenkopf Optimal Gum Care. Der Optimal Gum Care ist immer noch etwas größer als der Sensitiv Mini, aber nicht mehr so groß wie der normale Sensitiv, also schon ein Tick kleiner. Und er heißt ja auch Gum Care, er ist tatsächlich ziemlich weich. Nicht ganz so sanft wie der Sensitiv, immer noch ein Tick härter, aber er ist okay. Also im Vergleich zu den anderen harten Bürstenköpfen oder härteren Bürstenköpfen ist dieser immer noch relativ weich. Und ich finde, das ist eine ganz gute Lösung für jemanden, der einen kleinen Bürstenkopf sucht, aber auch einen weichen Bürstenkopf sucht. Ich gebe zu, er ist nicht so optimal wie der Sensitiv Mini, aber im Moment aktuell der beste, den Philips da auf dem Markt hat, wenn man einen kleinen weichen Bürstenkopf sucht. Also dann würde ich tatsächlich diesen verwenden.
Und dann hat Philips ja noch die Premium-Bürstenköpfe. Drei Stück sind es insgesamt. Einmal den Premium Gum Care, Premium Plaque Defense und Premium White. Und diese Premium-Bürstenköpfe haben das Besondere, dass die Borsten nicht ganz normal starr im Kunststoff drin stecken, sondern hier in so einer Gummischicht. Der hintere Teil ist aus Gummi, nicht vollständig. Hier ist immer noch ein kleiner, harter Kunststoffstreifen in der Mitte. Aber links und rechts daneben ist alles Gummi und dort stecken die Borsten drin. Das heißt, wenn man putzt, dann gibt es so ein bisschen nach dieses Gummi und dadurch sind die Bürstenköpfe insgesamt ein bisschen weicher. Also das funktioniert tatsächlich. Ich war erst so ein bisschen skeptisch, na, ob das was bringt, aber es funktioniert tatsächlich. Es gibt tatsächlich ein bisschen nach und lässt die Borsten dadurch etwas weicher werden. Es hat auch noch einen weiteren Vorteil, und zwar dadurch, dass der Großteil hinten aus Gummi ist, nicht alles, aber immerhin ein Großteil. Wenn man jetzt damit gegen die Zähne des gegenüberliegenden Kiefers kommt, dann ist es nicht mehr ganz so unangenehm, wenn man Glück hat, gerade nur mit dem Gummi gegenzukommen und nicht mit dem Bereich, der hier immer noch aus Kunststoff ist. Also da ist das auch noch mal eine ganz gute Hilfe. Ansonsten sind diese drei Premium-Bürstenköpfe aber leider ziemlich groß. Also der Premium Gum Care ist von den dreien immer noch der kleinste, aber nicht wirklich klein. Er ist sogar noch einen kleinen Tick größer als der Sensitivbürstenkopf in der normalen Größe. Nicht viel, aber einen kleinen Tick größer. Der Premium Plaque Defense ist wiederum nochmal ein gutes Stück größer als der Premium Gum Care, also ist schon ein deutlicher Unterschied. Und der Premium White wiederum ist nochmal größer als der Premium Plaque Defense. Also das ist wirklich ein sehr großer Bürstenkopf. Also der Premium Gum Care ist tatsächlich relativ weich, aber leider nicht so weich wie der Sensitivbürstenkopf. Er ist auch immer noch ein Tick größer als der Sensitivbürstenkopf und er ist auch nochmal etwas härter als der Optimal Gum Care. Das heißt, den Premium Gum Care, das wäre so meine dritte Wahl, sage ich mal. Er ist durch dieses Gummi tatsächlich okay, man kann ihn verwenden und wenn ihr mit der Größe zurechtkommt, ist es ein guter Bürstenkopf, dann könnt ihr den ruhig nehmen. Aber wenn ihr jetzt mich persönlich fragt nach meiner Meinung und welchen Bürstenkopf ich verwenden würde, ich persönlich habe jetzt kein Problem damit, den Sensitivbürstenkopf in der normalen Größe zu verwenden. Ich brauche nicht unbedingt den Mini, ich komme hiermit auch sehr gut klar. Deswegen würde ich persönlich den Sensitivbürstenkopf verwenden in der normalen Größe. Meine persönliche zweite Wahl wäre der Optimal Gum Care. Der ist relativ klein und auch immer noch weich genug. Wenn ihr jetzt jemand seid, der unbedingt einen kleinen Bürstenkopf braucht, wie gesagt, dann wäre das sogar meine erste Wahl, aber ich persönlich brauche es nicht. Deswegen meine persönliche zweite Wahl wäre dieser Bürstenkopf. Und meine persönliche dritte Wahl wäre der Premium Gum Care. Weil er, wie gesagt, doch relativ groß ist, nicht mehr ganz so weich ist, aber immer noch weich genug. Also er ist okay. Und die beiden Bürstenköpfe Premium Plaque Defense und Premium White, die sind für mich halt für den Alltag einfach zu hart. Ich würde sie im Alltag nicht verwenden. Ich tue mich mit diesen beiden Bürstenköpfen so ein bisschen schwer. Wenn ich sie vergleiche mit dem Optimal Plaque Defense und dem Optimal White, dann ja, es hat halt beides Vor- und Nachteile. Die Premium-Bürstenköpfe haben ja dieses Gummi. Dadurch gibt es so ein bisschen nach, federt so ein bisschen nach, wirkt dadurch auf jeden Fall ein bisschen weicher als die Optimal-Bürstenköpfe. Aber sie sind auch noch mal ein bisschen größer als die Optimal-Bürstenköpfe. Also ich kann das so schwer beurteilen, weil das wirklich eine Sache ist, die man eher individuell entscheiden sollte. Was einem wichtiger ist, ist es wichtiger, dass der Bürstenkopf ein Tick kleiner ist, damit man besser ankommt. Hat man Probleme mit den größeren Köpfen oder ist einem das eher egal? Legt man eher Wert auf dieses Gummi, dass es ein bisschen nachgibt? Alle vier Bürstenköpfe, sowohl die Optimal als auch die Premium Plaque Defense und White, wären für mich Bürstenköpfe, die ich im Alltag nicht verwenden würde, weil sie einfach zu hart sind. Den Pro Results Bürstenkopf gibt es ja auch noch, den finde ich persönlich nicht so gut, weil der nämlich in der Mitte noch mal längere Borsten hat. Also der wird in der Mitte länger, verläuft wie so eine kleine Welle. Und das finde ich einfach unpraktisch beim Putzen. Ich finde es störend beim Putzen. Es soll eigentlich dazu dienen, dass man zum Zahnzwischenraum hin besser putzen kann.
Aber es funktioniert in der Praxis einfach nicht so. Man gleitet ja über die Zähne und diese längeren Borsten in der Mitte finde ich einfach immer nur störend. Und da ist es besser, wenn die Borsten in der Mitte nicht, also genauso lang sind wie die anderen und man selbst einfach den Winkel ein bisschen ändert, um zum Zahnzwischenraum hin zu putzen. Also den Pro Results Bürstenkopf finde ich nicht gut. Und dann gibt es ja noch einen ganz besonderen Bürstenkopf, und zwar den von der Schallzahnbürste Prestige, den Premium All-in-One Bürstenkopf. Der soll für alle Begebenheiten gut verwendet werden können, also sowohl wenn man sanfter putzen möchte, als auch wenn man intensiver putzen möchte, eben ein All-in-One Bürstenkopf. Den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht getestet und ich bin am Überlegen, die Schallzahnbürste Prestige zu testen. Falls euch das interessiert, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Je nachdem, wie euer Interesse so ist, würde ich da auch noch mal ein Video drüber machen. Und dann war es das auch schon mit diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und drückt auch auf die Glocke. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. So verpasst ihr auf jeden Fall keins. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!